Inge! Nix. Ingeborg! Bis 15 Uhr! Oh, da wäre ich fast abgeschmürgelt. Das heißt, es ist bald Blutmond. Du willst was essen? Ich hab schon Eier. Jo. Jau. Jau. Da habe ich ordentlich Eier gemacht. Jau. Günther? Jau. Jau. Günther. Günther. Günther, ja. Und sie hat immer noch Hunger. Ich glaub's nicht, ey. Muss mehr Eier essen. Ja, ich wenn das so weitergeht, alle. Müssen wir noch Essen holen während des Blutmondes. Ja. Da. Schön. Oh, ich habe auch noch Hunger. Doch zum Mäusemelken hier. Geil, ist doch zum Mäusemelken. Jetzt haben wir hier unten zugemacht, dann komme ich ja hier gar nicht raus. Hä, wo hast du zugemacht? Ach nee, hier ist auf. Noch. Ja, das habe ich wieder aufgemacht. Ja, habe ich gesehen. Hast du die Tür so gemacht, dass sie nach außen... Nee, gehen schon immer noch... Ach, was? Die war schon immer so, wie sie ist. Echt? Wir können doch keine schwebende Basis bauen. Hm. Wie ist denn das jetzt passiert? Ah! Das ist jetzt doof, ne? Was ist das hier, Metall? Oh ja. So. Oh, dann kommt hier nämlich die Treppe hin. Wir wollen eine Leiter. So. Drei Stück. Oh, das geht ja schnell. Boah, da ist ein Jumper, ich hau ab. Ein Jumper? Ah, der hüpft. Ein Hüpfer. Hüpfer. Ein junger Hüpfer. Wieso komme ich hier nicht hoch? Ey. Das ist schon ein eckiger Block hier, ne? Na, die Spurnester sind alle. Ah. Ist leer. Jetzt habe ich keine Ausdauer, weil ich Hunger leide. Das ist doch ätzend so. Ja. Ja, ja gut, na, dann müssen wir entweder was essen. Wolltest du nicht die Aufnahme beenden? Hab ich schon. Die nächste läuft was? Schon, Inge. Hast du schon angemobbt? Ja, möglicherweise. Hast du überhaupt aufgenommen? Ja, Aufnahme neu. Ja, ja. Also, mach den mal nicht so lustig. Das hat seine Gründe, warum ich das frage. Ja, ihr habt das noch nie vergessen. Mhm, gut. Alle Folgen immer aufgenommen. Jedes Gameplay. Selbst die besten Runden. Die allerbesten Runden hatten wir meistens, wenn keine Aufnahme an. Nicht aufgenommen hast. Ja. Wenn ich gesagt habe, ah nee, heute will ich nicht aufnehmen. Hä? Hast du nicht gesagt, du willst nicht, du hast nur vergessen aufzunehmen. Ja, die nicht aufnehmen wollen, vergessen aufzunehmen. Es deutet, ne? Lass uns jetzt nicht kleinlich werden hier. Man sollte schon bei der Wahrheit bleiben, Patrick. Ja. Oh, ich bin grad warm, ey. Mann, ich hab nicht mal für die kleine Axt genug Ausdauer. Du bist durstig. Das ist ein versoffener Mistkerl, ist das.
So, und der ist eckig. Zumindest haben wir die Schrägen jetzt alle weg. Da. Und hier. Und dort noch ein. Und hier noch ein. Ich habe keine Rahmenform mehr. Das ist ja nicht gut, ne? Rahmenform. So. So, ich brauche noch etwas. Wo kommt zu dieser Zeit jetzt diese komischen Fliegen her? Hm. Skurril. Skurril? Skurril. Ich komme das Loch nicht rein. Ah, jetzt. So. Muss ich erstmal was trinken? So mit O. Und was mampfen, wenn es genehm ist. Alter, wie viele Eier hast du nur gegessen? Na gut. Du musst mir ja nicht antworten, ne? So, falsche Kiste. So, das ist eigentlich grober Schrot. Das muss eigentlich mit in die Waffenkiste. Das schmelzen wir nicht ein. Ne, dann mache ich das Feuer noch nicht an. Das lohnt nicht. Ach ja. So, ich brauche gerade Wasser. Oder ist das jetzt schon fertig? Wasser geht mega schnell. Ich habe 11 Stück aber gemacht. Ich habe jetzt mal nichts zu essen mitgenommen. Ich will mal gucken, ob ich noch irgendwie was geschossen kriege. So, hier ist auch nochmal ein Vogelnest. Warst du da schon dran? Oder nein. Ich? Oder wir? Oder einer von uns? Mhm. Ich weiß es noch nicht, Patrick. Das ist, warte mal, das ist das Geschäft. Wir haben 16:22. Ich habe noch die Möglichkeit, was zu finden. Meinst du, das ist ein bisschen dumm, jetzt nochmal loszugehen und Essen zu suchen? Ja. Ich denke irgendwie es auch. Es ist ja schon, wie spät war es jetzt? Ich kann noch nicht gucken, weil ich ja hier... Ja, nee. Ist eigentlich nicht gut, ne? Nee. Dafür habe ich ein Ei. Mhm. Und Federn. Und ein Zombie. Hallo, Ma'am. Ah? Die ist gestolpert. Doch. Weg mit dir, du Blutsauger. Blutsauger. Ja, die richtige Gammelhüften, du. So. Welches Wasser fertig? Unattractive. Irgendwo hier ein Haus. Oh. Da ist ein Haus, aber da waren wir ja schon mal drin. Oh, ich habe hier noch was mit so einem Wasserturm. Hm? Ich habe 14 mal Wasser. 14? Oder meinst du 14? 14. 14, okay. Sag du mal Kirche. Kirche. Mhm. Kirche. Kirche. Oh, noch ein unberührtes Vogelnest. Ich hab noch ein Ei. Mhm. Bin ich hier nicht mal gestorben? Ah, hier war ich doch schon. Das ist ja die Tankstelle. Pessen Gas. Aber waren wir da drinne? Aber hier ist noch eine Tür. Mach mal ein bisschen Kaffee noch hier für uns. Da drin ist ein Hund. Da
Haben wir 10-mal Wasser und 4-mal Kaffee gleich. Okay, ich habe jetzt gerade den Hund Agro auf mich gemacht. Agro? Ja. Kann ich hier nur irgendwo reinschießen? Ist hier ein Fenster? Das ging jetzt aber schnell. Das sieht aus, als wenn er... Ich habe gar keine Pfeile mehr. Mit. Das ist ja gut. Das sieht aus, als ob der den Pfeil mit der Schnauze wieder aufgesammelt hat. Komm hier nicht rein. Richtig witzig. Komm hier nicht durch. Ja! Und das. Na. Hau noch mal. Geh auf die Finger hauen. Hau noch mal, du Holding. Das bleibt so nichts. Ich muss da rein. Er muss da rein. Er muss einfach da rein. Die Hunde sind gar nicht so schlimm. Ach, ja. Ach, das war lustig. Ach, der gibt ja nur Gammelfleisch. Oh, ich habe mich kurzzeitig gefreut. Weil ich kurzzeitig habe ich gedacht gehabt, der gibt richtiges Fleisch. Oh. Aber das ist ja ein Zombie-Hund. Lea. Ist nur eine Kiste? Ich hab... Was kann man denn mit dem Blut machen? Oh, Laserzielhilfe. Oh, Laserzielhilfe. Oh, ich habe hier auch noch eine richtig geile Kiste. Das ist eine Gaskiste. Ja? Ja. Ja? Ja. Ja. Bauplan für einen Schraubenschlüssel und ein Fahrradfahrwerk. Und Benzin. Ja. Benzin. Benzin, Benzin. So, aber viel mehr ist hier leider nicht drin, glaube ich. Hier oben habe ich noch nicht geguckt. Ein leeres Glas. Oh, toll. Das hilft mir bei meinem Hunger. Ja. Oh, hat er das schon wieder hingepackt hier? Leer. Da. Oh, die Trinkflasche kann ich auch. Dreckiges Wasser. Was kann man denn mit diesen Dosen machen? Bruchsand. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die brauchen, um Gulasch oder so zu machen. Mhm. Ach, selbst wenn ich einen Reh sehen würde, ich habe ja nur einen Pfeil mit. Könnte zwar noch welche machen, aber... Ich hab einen Huhn. Bleib hier, du Sau. Du Sau, Hund. Du aller Sauhund, du. Kann das nicht mal weniger laufen? Das war nix. Oh. Warum haltet ihr mich immer von der Nahrungssuche ab? Oh, jetzt kommt hier noch so ein komischer Zappel. Auf Drogen. Weg. Wo ist das Huhn? Hier ist nur ein Nest. Ein Ei. Und drei Federn. Aber das Huhn ist weg. Oh, das gibt's doch nicht. Also mit dem Kürbis kann ich nichts machen. Huhn ist weg, Pfeil ist weg. Hier ist eine Eislandschaft. Ob ich darüber kann oder friere ich denn? Muss aufpassen, ey. Da können auch Zombies sein. Ja, hier können überall Zombies sein. Oh ja, Mr. Klugi. Ich weiß hier alles. Ja, weiß ich auch. Frag mich nicht. Irgendwas. Ich kann dir alles beantworten. Mhm. Los, frag. Frag doch selber. Gut. Was ist 4x4? Keine Ahnung. Tja, siehst du. Hättest du mal mich gefragt, dann wüsstest du es jetzt. Hm. Oh, Eier, 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 Eier. Ganz viele Eier.
Wir können uns ja nicht nur von Eiern ernähren, da wären wir doch nicht satt von. Du musst ja viel zu viele von essen. So. Au! Alter, der hat einen 180 gemacht und mir eine Backpfeife des Todes verpasst. Federn. Nur Federn. Es wäre jetzt halt geil, wenn man hier irgendwo noch mal ein größeres Tier hätte. Also jetzt nicht unbedingt ein Bär, aber so ein Hähnchen. Bär. Ein größeres Tier, ein Hähnchen. Ja. Du bist auch so ein großes Hähnchentier. Ja. Ich habe leider nur bis jetzt ein paar Eier gefunden. Also gut, ich habe einen Huhn gefunden. Also 8 Eier habe ich. Aber das Huhn habe ich halt nicht gekriegt. Die Zeit ist bald reif. Ja, du sagst es. Ist nochmal ein Vogelnest? Oh, ich verhungere. Kann ich ein Ei roh essen? Wohl bekommt's. Ja, es geht. Hä, hab ich auch schon voll oft gemacht. Echt? Unterwegs, ich, ja? Ich esse alles roh. Ich dachte, wenn du die nicht die Presse halten kannst. Wenn du hast mich was gefragt. Ja, aber ich wollte danach noch was sagen. Ich dachte, man muss die kochen. Hey, du kannst alles roh essen. Wolltest du infizieren? Nee, das war Gewitter. Aber ich hätte schwören können, das bist du vor mir. Der hält so viel aus. Der Jute-Sack. Ja, Gewitter ist Vorbote für den Blutmond. Das heißt, es geht gleich bald los. Oh Gott, ey, ich will nicht. Hast du ein Schaf gefunden? Ich hab's gegessen, hörst du's nicht? Was ist denn deine Waffe heute, hast du doch. Hier ist noch ein Nest. Kann ich hier runter? Ja. Aha, Federn. Federn! Vielleicht sollte ich mich langsam auf den Weg zurück machen. Ja, komm mal lieber wieder zurück, ey. Wo bist du überhaupt? Ach, da hinten. Wie weit bin ich weg von dir? 650. Achso, da, ja. Ganz schön weit, Digga. Digga, ey. 620. Ich weiß halt auch, ich kann nicht... Oh Gott, ich dachte, hier ist eine Schlucht. Ich kann halt auch überhaupt nicht abschätzen, wie extrem der Blutmond ist. Ja, das wirst du gleich merken. Wenn ich lebend bei dir ankomme. Ja, du bist doch nicht mehr weit weg. Ja, aber hier läuft überall was rum. Ja. Und auch so richtig viele von diesen Dicken, die so viel aushalten. Ja, was läufst du da auch lang? Nahrung suchen. Oh Gott, hier ist eine Klippe. Wie soll ich denn hier runterkommen? Hier ist eine Klippe. Das ist jetzt doof. Das ist jetzt aber... Wie soll er denn da runterkommen? Das ist jetzt sehr unpraktisch. Das ist sehr unpraktisch. Oh nein, und jetzt ist meine Waffe kaputt gegangen. Oh nein, und jetzt ist auch noch seine Waffe kaputt gegangen. Schnauze. Deswegen habe ich immer 3. Aber ich bin ja... Dumm. Oh. Achso, ich dachte, du wolltest dumm sagen. Ich wollte den Satz nur ergänzen. Ein Holz. Nee, was ist das? Was brauche ich? Wo sind der dicke? Ach, da hinten. Oh, habe ich ja völlig umsonst Panik geschoben.
Hier ist noch ein Nest. Da war noch ein Ei. Eine Dose. Ich habe ja eigentlich echt gehofft, dass ich hier nochmal ein größeres Haus finde auf der Strecke, wo ich noch nicht war. Hast du das gedacht? Oder? Hat dir einer in den Kopf geschissen oder so? Nee, heute noch nicht. Schreist mich so an. Du fragst selber, Junge. So, ich habe mal den Boden hier mit Holzdielen gemacht, nicht? Voll erschrocken, ey. Voll erschrocken, ey. Hat er sich voll erschrocken, ey. So, und hier sollen die jetzt nicht hochkommen, oder was? Ich bezweifle das ja sehr dolle, ey. Da. Ja. Was bist du denn? 300 Meter. Oh, 300 Meter, PD. Leerer. Leer. Leer. Haben wir hier überhaupt ein Dach drüber? Nö, wären wir schön nass. Ich hab, hier unter den Balken. Ich habe einen Bauplan für einen Schraubenschlüssel, dann können wir die Autos abbauen. Hm. Ich habe die mal kaputt gehauen. Die Autos? Hm. Jetzt sprachlos, oder? Ja. Warum? Ich habe zu dir nichts mehr zu sagen heute. Inge. Weil? Nun, Ruhe jetzt. Ich muss mich konzentrieren. Papa ist auf der Jagd. Ah, ich habe keine Ausdauer mehr, das Huhn läuft weg. Ja, da bringt die Ruhe ja voll viel. Ich hab Kleber. Schnüffler, ey. Und Plastikmüll. Ich bin wieder beim Huhn und es hat mich gesehen. Ich komme nicht hinterher. Kann ich einen Pfeil herstellen? Pfeil. Steinpfeil. Es ist 19 Uhr. Ja. Ich glaube, ich habe das Huhn erwischt. Nee, ich habe es nicht erwischt. Ausdauer. Ja, Patrick, du machst das ganz toll. Danke. Ganz toll. 2 Uhr nachts. Ich rufe jeden. Ich sehe halt nicht, ob der. Das hat nicht gereicht. Nee, das hat nicht gereicht. Habe ich nicht genug Ausdauer zum Schlag. Ach, leck mich an. Komm jetzt, ich komme jetzt zurück. Ich habe keinen Bock mehr auf das Huhn. So. Ah. Ja. So, wo muss ich denn hin? Da. Es wäre geil gewesen, wenn ich das noch erwischt hätte. Ich glaube, die bringen doch 8 Fleisch oder so. Hm. Ich hab immer noch Hunger. Also gleich bin ich völlig umsonst losgelaufen. Die ganzen Eier, die ich gesammelt habe, die sind gleich wieder weg. Eier. Das da oben ist nicht dafür gedacht, sich zu verstecken. Das wird nur die nächste Etage. Hey, ich steh doch hier nur und guck, wo du bist, Mann. Also, ja, ich meine ja nur, ich meine ja nur. Was soll ich denn sonst machen? Wenn ich jetzt hier alles abbaue und so Holz, dann verliere ich wieder Energie und Essen haben wir auch nicht genug. Klar. Ja, was? Ich steh doch nur hier, ich hab hier den Boden ist doch okay, gemacht. Du alte Mimose. Nee.
Du lügst ja. Hey, ich hab's doch nur gesagt. Ich versteck mich hier nicht. So, achso, nee, ich wollte hier noch Blöcke vorbauen. Warte mal, ich brauche zwei, ne? Rahmenformen 2. So. Einmal reparieren. Die Axt ist auch bald wieder hinüber. Warte mal, wir haben ja selbstgebautes Maschinengewehr, selbstgebautes Gewehr. Ich sortiere hier erstmal aus. So. Jetzt kommt gar keiner mehr, ne? Das ist die Ruhe vom Sturm. 5 leere Gläser mit Trinken. Ich hab doch Trinken gemacht. Mein Dings. Hä? Hey, hab ich doch alle mitgehabt eigentlich, oder? Nein, ich meine hier in der Nahrungskiste. Ach da, hab ich die nicht mitgenommen? Hä? Die kann ich ja gar nicht stacken, ne? Hier. So. Hast du gerade getrunken? Ja, deswegen, oder was? Nein, vergiss einfach, was ich gesagt habe. So, das lerne ich. Kaffee Laserpointer, das will ich gleich ausprobieren. Aber wo ist denn das andere Wasser jetzt? Habe ich das da wieder reingepackt? Nee, ich habe 10 Wasser habe ich in der Tasche. Warum? Gerade. Weil ich gerade hier am Ausräumen bin. So, jetzt haben wir das Ding. Achso, nee, muss ich ja hier verändern. Ich denke, hier ist jetzt ein Laserpointer dran. Schießt wahrscheinlich nur genauer, ne? Das Feuer wieder aus. Wenn nichts mehr drin ist, ich habe nur 2 Wasser abgekocht. Die habe ich mir geklaut eben. Ja, ich alles gut, alles gut, alles gut. Oh, oh, es ist 20 Uhr gleich. Willst du einen Revolver nehmen? Nee, ich nehme meinen Pfeil und Bogen, glaube ich. Damit fange ich auch an, Pfeil und Bogen. Ich hab dann noch meine Hacken hier. Dann will ich mal schauen, wie ich zurechtkomme. Auch nochmal eine Kiste. Eine Kiste. Aber wo ist denn der Revolver? Ich hatte Aufbewahrungskiste. Ja. Kann ich den jetzt trotzdem nehmen? Du kannst den Revolver, musst aber die Munition auch nehmen, die 9mm, ne? Die ist was? Welche ist denn die 9mm? Kann da? Ich einmal reingucken? Achso, hast schon gefunden. Steht ja 9mm. Erstmal vorsichtshalber hier. Ne, ich habe auch nur zur Sicherheit. Oh Gott, ey. Ich habe Angst. Ich glaube, ich sterbe als erstes, weil ich nicht schnell genug wegkomme. So. Ich pack nur einmal mein Werkzeug weg, weil ich das nicht verlieren will. Eigentlich hätten wir uns einen Steinbunker hier bauen müssen, ey. Ja, gut, aber da muss ja erstmal hinkommen, ne? Material. Was ist denn das Problem? Hinterher fragt man sich immer, wo hat der Ding? Aber ich sag mal, wir haben ja so, wir haben die Spikes, ein bisschen Stacheldrahtzaun, leider auch nicht so viel. Wir stehen hier ganz gut. Wenn du hier relativ an der Kante stehst, also auf diesen Stangen,
dann stehen die unter uns und gucken uns die ganze Zeit an. Also die greifen nicht so direkt die Mauer an, ist mir aufgefallen. Unser Freund doch auch. Ja, aber das war Mauer nur angegriffen. Ja, ja, aber nur zwei, glaube ich, waren das, die das gemacht haben. Anbau, Anbau, Anbau. Wie viel kommen denn bei diesem Blutmond? Tja, das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Kaffeebohnen, Hopfensamen. Können wir Bier machen, ne? Aloe Vera Samen. Bringt mir hier irgendwas auf Betäubungswiderstand Dauer? Das ist Bier. Wieso haben wir denn so viel Bier, ey? Das weiß ich nicht. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe Kaffee gemacht. Ich habe 4-mal Kaffee gemacht und 10-mal Wasser. Wir haben halt auch nichts, was lange sättigt, ne? Ich nehme mir noch mal ein Fleisch, das andere ist für dich. Ja, essen müsste ich auch mal. Das ist jetzt, Trinken ist weg, aber essen. Also du bist in der Kiste. Haben wir nicht. Ja, ich habe es gegessen schon mal, weil ich muss essen. Die Musik wird komischer. Okay, warte mal. Wir machen nochmal gekochtes Ei. Dann kann ich noch 7 Stück machen. Dann habe ich noch 3 Wasser. Was ich ganz faszinierend finde, der, wenn wir kochen, ne? Wir kochen ja das Glas von dem Wasser direkt mit. Dass du das auch nicht wiederkriegst, denn. Ja. So, und dann würde ich noch einmal gucken. Kürbis. Was können wir denn aus dem Kürbis überhaupt machen? Dann kannst du nichts. Ich habe schon geguckt. Ja, vielleicht habe ich irgendwo einen Punkt reingesetzt, was du nicht hast. Ich guck mal. Okay, Kürbislaterne. Ja, das konnte ich auch machen. Kürbissamen. Ich dachte, Landleben. Was zu essen. Kürbisbrot, Kürbiskuchen. Ah. Ich guck nochmal hier wegen von Landleben. Kann ich nichts weiter? Ich habe jetzt nur Sammler bisher. Drinne ist kein Versteckungsort. Ich bin gerade im Punktesystem. Ja, genau. Drinne oder was? Chefkoch. Ich würde gerne mal wissen, woran sehe ich denn, was ich brauche, um das nächste frei zu. Stärke Level 3. Der sagt immer Stärke Level 3, egal was ich machen will. Ja, Digga. Als nächstes. Aber wo habe ich denn Stärke? Ist das so gemeint? Och, kacke, im Dunkeln sind die schneller, ey. Bei Blutmond sowieso. Ja. So. Warm, ey. Gleich geht's los, Jasmin. Gleich geht's los. Ja, Patrick. Ingeborg. Ja, Harald. Jasmin. Achso, das geht ja jetzt. Oh. Alter, dieses hier wieder, ey. Was war das denn? Nix. Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Ich hab das nur auf dem anderen Ohr gehört. Was hast du gemacht? Gar nichts. Hä? Ich hab's doch auch nicht gesehen. Was denn? Nix! Jetzt hab ich mit dir, hab ich hier 2 Schaden gemacht. Jetzt, wo ich nicht runter will, komm ich runter hier oder was? Ey.
Behalt mal lieber deine Energie, weißt, ey. Weißt du was? Weißt du was? Weißt du was? Was? Ich höre. Es reicht mir mit dir. Ich gehe in mein Zimmer. Ja, endlich. Willst du jetzt verstecken oder was? Eine Toilette wäre ganz cool, ne? Toilette? Naja, die müssen doch auch immer mal aufs Klo. Ich mach die ganze Zeit in die Hose. Ach so. Ja, ich hab. Oh, das wird neblig, ey. Sorry. Sorry. Oh, der Ferkel. Ich hab ein bisschen Muffe, ey. Es ist schon 20 nach. Ei, Karamba, was soll ich denn machen? Du. Peter. Ich weiß nicht, ich bin unten. Bist du gar nicht. Naja, gut. So ist das. Ich müsste jetzt noch mal kurz was essen. Ich eigentlich auch, aber ich hab nichts. Warte, warte, warte. Ist doch kein Thema. Hier, ich hab dir noch ein paar Snacks mitgebracht. Ja, kann ich schlecht nehmen. Die liegen da unten. Wo? Da auf die Stange. Die sind an dir abgebreit und hier runtergefallen. Ja. Ich bringe sie dir hoch. Ich bin so nett. Ja. Oh Gott, ich kann hier kaum hoch. Lass uns zusammen Abendbrot essen und den Sonnenuntergang genießen. Ist das nicht herrlich? Es wird rot draußen. Ja. Ist auch gleich Blutmond. Und damit beenden wir diese spannende Folge. Und in der nächsten Folge werden wir sehen, ob wir überleben. Ja, gut, war halt Vorbereitung. Gehört halt mit dazu, ne? So, aber in der nächsten Folge werden wir sehen, ob wir überleben. Hat das hier alles überhaupt einen Sinn? Nö. Können wir in einer Zombie-Apokalypse überhaupt überleben? Nö. Das alles. Absolut. Und noch viel mehr in der nächsten Folge. 7 Days to Die. Mein Tschüss. Name ist Pavel und ich bin raus. Ja, tschüss. Mach einen Schuh, ey.